lots of people want to play a fighter, a lot of people want to play a wizard, but there's always been something like, I want a little bit of magic with me having a sword, having a longbow, just a little touch of magic, and that's what the Eldritch Knight gives you. Yeah, and the Eldritch Knight is tapping into that exactly. It's meant to be not only there for the person who wants the fighter mage, but maybe even for somebody who played original D&D where elf was a class option that mixed spellcasting and martial ability. If I and had that's exactly option, what the Eldritch Knight is. The Eldritch Knight retains, you know, its core abilities from 2014, the spellcasting combined with the abilities of the fighter. And the Eldritch Knight in the quartet of classes, rather subclasses, in the fighter, is the first of two, the other one being the Psi Warrior, that are for people who want the fighter mixed with something else. Yeah. So the champion and the battle master, they represent sort of the core fighter, but at different ends of the complexity spectrum. The Eldritch Knight and the Psi Warrior, they're instead on a different axis. They're about taking the core shtick of the fighter and combining it with, in the case of the Eldritch Knight, spellcasting, and in the case of the Psi Warrior, psionic power. And they give you two very different routes to follow, also mechanically, because the Eldritch Knight relies on spells mechanically, while the Psi Warrior relies on psionic energy dice and using unique abilities that are built into the Psi Warrior subclass. Now, in the Eldritch Knight, we've made several enhancements to take this popular subclass and make it even better. So one of the things that people will notice right away if they've played the Eldritch Knight before is we no longer have any School of Magic restrictions in Eldritch Knight. The Eldritch Knight, as well as the Rogue's Arcane Trickster subclass, used to have School of Magic restrictions in them when it came to your spell selection, and we have removed the restrictions from both of those subclasses because we wanted you to have more freedom to build the type of warrior mage you wanted to build with the Eldritch Knight, or in the case of the Arcane Trickster, the type of rogue mage that you wanted to create. The Eldritch Knight also is helpful for the person who maybe does not want to dive into multiclassing, but again, wants a little bit of the chocolate mixed with their peanut butter. Right. That is the warrior mage. Now, in addition to that, we've also given the Eldritch Knight the ability to use an arcane focus, a detail that was missing in 2014. And then we've redesigned both war magic and improved war magic. Previously, war magic relied on you taking a bonus action to gain its benefit. Instead, you can now, with war magic, take the attack action and replace one of your attacks with casting a cantrip. And then improved war magic, which also now does not rely on a bonus action, now lets you, when you take the attack action, replace two of your attacks to cast a level one or level two spell. So what this does is even better integrate the two parts of the Eldritch Knight's identity, their fighterliness and their spellcasting abilities, by taking the spellcasting abilities and really allowing them to take advantage of one of the fighter's main features relative to anyone else in the game, and that is simply... Das macht mich ein bisschen stutzig, weil normalerweise kann ein Caster nur einmal casten in der Runde und das, wenn er es nochmal machen will, muss das entweder ein Cantrip sein. Dann muss das ein Cantrip sein. Also er kann eine Bonus-Action quasi ein ganz normales Spell casten und dann muss er halt als Action eine Cantrip casten. Oder er kann halt Action einen Spell casten, kann dann aber als Bonus-Action halt nichts mehr machen. Also,
Also, aber das da hört sich ja jetzt an, als könnte der zwei Actions dafür verwenden und jede Action einen Spellcasten. Da müssen sie doch die Spellcasting-Sachen ändern. Würde mich auch nicht wundern, wenn das so gewollt ist, weil muss ja alles krank buffen. Wenn jeder einen fetter Buff bekommt, dann auch die Mages. Also, I mean, man könnte dann vielleicht hingehen und könnte sagen, okay, du kannst als eine Action kannst du einen Spell casten, als die zweite Action kannst du dann halt keine Ahnung, einen Cantrip oder so machen. Aber zweimal zwei, wobei es sind halt nur First- und Second-Level-Spells, wo er jetzt gemeint hat, ne? Also, maybe macht das dann gar nicht so viel aus, wenn man davon zwei casten kann in einer Runde. Da bin ich aber zu wenig drin. Okay. Interesting. The number of attacks that fighters get. Because fighters, with their extra attack feature, gain more attacks than anyone else in the game. The one exception being the monk. The monk does not get all their extra attacks through extra attack. Instead, it's through various unarmed strike shenanigans with their bonus action. And of course, it's the good kind of shenanigans. So this allows, in the Eldritch Knight, the ability for the fighter to integrate their spellcasting into their regular attack routine and then frees up their bonus action for other uses so that it isn't being devoured by their subclass's main shtick. That's what's new with Eldritch Knight. Let's talk about the Psy Warrior. So the Psy Warrior first appeared in Tasha's Cauldron of Everything and is a way for you to take the fighter foundation and add to it this character who manipulates the battlefield with the powers of their mind. And this includes various telekinetic abilities, being able to hurl things around with your mind, as well as defensive capabilities, all of which is handled by using psionic energy dice that represent your character's psionic energy. And the subclass, for anyone who has played it before, will feel very similar. And the main changes that we've made to it in integrating it into the new player's handbook has largely been to just reword things, reframe some things so that it fits naturally in the context of the new rulebook and in the context of the broader fighter class. So you've given the fighter a lot of new things. Yes. Some dramatic improvements and changes. A lot more to do. That's fantastic. The new player's handbook is available for pre-order right now on D. Okay. Okay. Also, hört sich eigentlich gar nicht so bad an. Also, gerade mit dem Fighter alles hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also, muss ich auch ehrlich sagen, würde ich jetzt behaupten, haben sie auch gar nicht so sehr übertrieben. Das Einzige, was halt wirklich... das Einzige, was halt wirklich krass sich angehört hat, waren die 19er-Dinger. Aber das hört sich sehr solide an. Da ich aber noch nie in Level 19er gespielt habe, wäre ich gar nicht, wie Poken die eigentlich überhaupt sowieso schon sind. Genau, so ist ob es. Ob das jetzt so krasser Unterschied dann macht. Genau so ist es. Aber das hört sich krass an. Es hört sich auf jeden Fall krass an, das ist wohl wahr. So. Dann, und jetzt hier mal kurz Pause, ich gehe mir was zu trinken holen. Und dann, wenn ich hier auch wieder irgendwie aus dem Modus hier rauskommen sollte. Weil ich glaube, komme ich auch gar nicht mehr. Perfekt, muss ich das ganze Ding da nochmal neu laden. Macht aber nichts. Also wir haben auf jeden Fall dann jetzt noch den Paladin als nächstes. Da ich das Mastertier habe, Fabian, kriege ich die Core Rulebooks schon am 3. September, glaube ich, war es gewesen. Jetzt nochmal nachgucken. Ich krieg die auf jeden Fall schon mal vorher, wenn man sich die gepreordert hat.
3. September, ja. Ja, moin. Anstatt dem 10. Anstatt dem 19. glaube ich sogar. Wir sollen am 19. rauskommen. Oder am 17. Und ich glaube, Master Tier kriegt die 2 Wochen vorher oder so. Ja, ja. Lohnt sich also nicht. Aber naja, ne, was man hat, das hat man, ne? So sieht das nämlich aus. So. Are you ready? Jo. For the mighty Paladin and his brokenness that comes with it. Paladin war auf jeden Fall schon gut dabei, sag ich mal. As a Paladin player, immediately when you see the new player's handbook, is that your spellcasting has moved from level 2 to level 1. And so you will begin being able to cast spells right away. And this also has a carry-on effect for multiclassing, that if you multiclass now, you will get more slots out of the Paladin part of your multiclass mix than you did before. And when we talk about the Ranger, we'll see that a similar thing happened there. We did this because we wanted Paladin players to start learning how to use their spells right away, because spells are a key part of the Paladin's kit, and having it at second level before meant you were waiting to learn how to use one of the most important parts of your class. So now there's no wait. You start right away at first level learning some spells, which you'll then need to know all about when you get to level 2 and you start doing Divine Smite. Yeah. at level 1, you don't just get spellcasting now, though. You still get Lay on Hands, that iconic ability that paladins have to heal themselves and others. And you also get Weapon Mastery. And so that means that paladins, too, are going to get to play with all of the fun that Weapon Mastery brings to any of our classes focused on weapon use. Now, when you get to then level 2, there's more new stuff waiting for you. And at first, you might look at the class feature table for the Paladin and see, oh, fighting style, I had that before. But there's actually a lot of change hiding in there, good updates for the Paladin, because now, when you choose your fighting style as a Paladin, you are no longer restricted to a curated list like the Paladin was in 2014. You now have access to the full fighting style list that fighters also have access to. Okay, interesting. And you also have the option to forego choosing any of those and instead learning some cleric cantrips. Oh, okay. So if you decide that you'd rather be more of a spell-hurling paladin rather than leaning harder into your weapon use, you now have that option in the fighting style feature at level 2. Finde ich gut. Finde ich nice, dass man einem die Option lässt, ob man lieber will mit Heal-Spells um sich werfen oder ob man will, oder mit Spells allgemein um sich werfen oder ob man will draufhauen. Finde ich gut. Ja, das auf jeden Fall. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Denke ich sein, dass der die Freiheiten dafür hat. Ja. Situationsbedingt, also was man halt braucht. Genau. Ja, finde ich nice. This is a part of a theme of us providing more customization options where it made sense in each of the classes. You also now get a feature called Paladin's Smite. This was called Divine Smite in 2014. It's now called Paladin Smite because it actually now gives you two things. In 2014, this feature allowed you to use the class's iconic Divine Smite ability where you burn a spell slot and deal a bucket load of extra damage to a target you just annihilate. Divine Smite still does that.
Divine Smite, though, has now been packaged as a spell. And then the Paladin Smite feature, in addition to giving you that spell and allowing you to always have it prepared, also now lets you cast Divine Smite once per day without burning a spell slot. So what that means is Paladins now, every day, get a freebie Divine Smite. And so that's going to relieve a little bit some of the pressure on their spell slots. Also, ich denke, damit ist eigentlich relativ klar, dass es deutlich, deutlich, deutlich nach oben geht, was das Damage Output angeht. Bei jeder Klasse. Ja, und ja, vor allem mehr zu mehr weg von dem von der so ein bisschen mehr weg von der Randomness, die das Spiel mit sich bringt, mit den Würfeln. So gerade beim Fighter, dass du halt so eine Weapon Mastery hast, wo du auf jeden Fall Damage machst, selbst wenn du nicht hittest. Also es ist mehr so Richtung Consistency. Ne? Du kannst konsistent irgendwas mit deiner Klasse anfangen und du hast nicht die Leute da sitzen, die dann plötzlich anfangen zu schmollen, weil sie nur noch Zweier würfeln und denken, sie sind useless. Nee, ich denke nicht, sie sind useless, weil sie so scheiße würfeln. Die denken das nicht nur, Kevin, das ist offensichtlich. Da gibt's so ein paar Ausnahmen. Nee, aber es belohnt auf jeden Fall mehr, wenn man wirklich mal taktisch rangehen wollen würde. Ja. Das und auch. Nicht, oh, ja. Übelsten Plan gemacht, scheiße gewürfelt, ja, alles vorbei. Ja. Alles ja. Für den Arsch. Das ist, aber okay, das ist auch wahr. Man kann dadurch ein bisschen taktischer sein, ja. Ja. Oder wird belohnt, wenn man was Schlaues machen will. Oder auch in dem Falle von dem Paladin sagen, okay, Taktik, was ist das? Ich brauche ja, basically, ich habe ja einen freien Divine Smite, wo ich nicht muss einen Spacelot oder so dafür verwenden. Junge, warum muss ich taktisch sein? Ich kann es ja einfach verwenden. Ist ja free. Ja? Also einmal. Er hat aber jetzt gesagt, einmal pro Tag, ne? Was das Ganze vielleicht dann auch wieder in Ordnung macht. Dass du halt einen Space-Slot theoretisch mehr hast. Weil ich glaube, er hat nicht gesagt pro Short Rest. Er hat, glaube ich, gesagt pro Tag. Aber ist ja auch egal. Also, wobei, egal ist nicht gerade, aber. Aber ist okay. Ist okay. Bin ich gespannt. Also auf jeden Fall sehr viel mit drin, diese Consistency. Ja, okay. Mal gucken. Did this so that Paladins could certainly just use all their spell slots to cast Divine Smite, but we also wanted to make it just a smidge easier for Paladins to cast some of their other spells if they so choose. Perfect. Now, when we get to level 3, where you pick your subclass, you also get Channel Divinity. And here, there's a really nice upgrade for Paladins in terms of the number of uses of Channel Divinity they get. It used to be that a Paladin got exactly one use of Channel Divinity, yeah, and then that was restored upon taking a short or a long rest. Now you get two uses to start, and every time you take a short rest, you get one use back, and then when you take a long rest, you get all your uses back. But then even better, that two turns into a three when you hit level 11, so you're going to be able to use your Channel Divinity far more often than you could before. We've also taken the Divine Sense feature that Paladins used to have and turned it into a Channel Divinity option. And in the process, we've also made it last quite a bit longer. So if you do decide to use Divine Sense, rather than it lasting only one round, which was how long it lasted in 2014, it now is going to last 10 minutes. And we increased its duration, not only because you're now using your Channel Divinity on it, but also to make it easier to use, particularly in social interaction and exploration scenes. You know, the classic... Finde ich gut. Finde ich nice, weil ich weiß nämlich, dass bei Eva zum Beispiel, die ihren Divine Sense eigentlich gerne immer genutzt, also gerne immer nutzt, um zu gucken, ob irgendwo Gegner sind, das aber nur quasi eine Minute oder so hält. Nee, weniger.
Ich glaube, es hält ja nur eine Runde, also 6 Sekunden. Das heißt, er kann sich ja gar nicht wirklich hundertprozentig sagen, ob da jetzt irgendwie was ist. Und dann ist es nur so eine... Schritte. Ja, so. Also deswegen finde ich nice, dass das mehr so in die Richtung geht, wie auch zum Beispiel hier Detect Magic. Detect Magic hält auch 10 Minuten. Und ich glaube, dieses Ping, was Eva mit ihrem Cleric da macht, Locate Object, glaube ich, hält auch 10 Minuten. Also all diese Auren, die irgendwas erkennen sollen, die sollten halt schon dafür genutzt werden, dass sie auch was erkennen. Weil es macht ja auch gar keinen Sinn, da nur 6 Sekunden so eine Aura zu haben und dann im Fight, sage ich jetzt einfach mal noch basically, du fightest gegen was, machst diese Aura an und weißt, aha, okay, ich fighte also gegen einen Fiend, Demon oder was weiß ich. Ja, danke. Also das hilft ja nicht hundertprozentig jetzt weiter, dass der Fight einfacher wird. So. Deswegen ist halt, deswegen, das hat mich sowieso schon immer gewundert, warum das so weird ist. Naja. Perfekt. Gut, dass wir das auch gesehen haben und ändern. Circumstance of the Paladin is at the Queen's Ball and is trying to figure out which of these partygoers is actually a demon or an undead in disguise. Right. This longer duration will allow the Paladin to get a bit more bang for their buck when they decide to use Divine Sense. We also, at level 5, have made it so that all Paladins now get the Find Steed spell for free. They always have it prepared, and they can cast it once per day without expending a spell slot. Find Steed is an iconic Paladin spell, and we decided we did not want a Paladin to have to use up one of their spell preparation slots on that spell. Right. And we also wanted you to be able to use it at least once per day without having to use one of your precious few slots, since Paladins and Rangers do have fewer spell slots than many of our other spellcasters. And then on top of that, the Find Steed spell has been completely redesigned for the Paladin so that the steed can now get more powerful depending on the level of the spell slot you use to cast the spell. Ist das so ikonisch? Also das sagt mir jetzt eigentlich aber nichts, dass das so ikonisch für einen Paladin gewesen wäre. Dass der so sich sich ein Pferd machen kann. Weil Find Steed ist ja einfach nur quasi, ich gaste mir ein Pferd herbei. War das so ikonisch? Also habe ich das verpasst? Ja, also ich wollte gerade sagen, also habe ich da irgendwie was verpasst, ging das an mir vorbei? Seit wann ist das so ikonisch für einen Paladin, dass er sich dann ein Pferdchen machen kann? Hell? Ist. Anscheinend war das ein Ding. Okay, gut, also, ja, a free spell, why not, let's go, gucken, was es kann, das Pferdchen. So, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button, den könnt ihr mal smashen und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ich freue mich drüber. Dankeschön.